Hi, ich habe hier mal wieder den Sascha neben mir sitzen vom Kanal Gadget Stage bzw. von der Agentur Gedankenwerk. Also Sascha hat eine Agentur, eine Medienagentur und wir haben vor kurzem einen Imagefilm zusammen gedreht mit dieser Agentur, mit einem etwas größeren Team. Dabei haben wir euch so ein bisschen mitgenommen mit der GH5, haben also Behind-the-Scenes-Videos aufgenommen und werden euch jetzt in diesem Video erklären, wie so ein Imagefilm entsteht, was für Technik wir benutzt haben, wie die Konzeption entsteht und wie die Post-Production dann so aussieht. Viel Spaß! Los geht's! Ja, das Wichtigste bei so einem Imagefilm oder generell bei allen Videoproduktionen ist natürlich die Planung. Mit der Planung hast du jetzt am meisten zu tun gehabt, Sascha. Der Kunde war jetzt ein HiFi-Unternehmen. Du kannst dir mal kurz erklären, wie es dazu kam, was die Idee von dem ganzen Film war. Ja, also prinzipiell wollten wir natürlich was anderes machen. Man, sonst hat man immer, wenn es halt gerade um Ladenlokal, also Einzelhandel geht, immer so diese typischen Imagefilme, wo man sich in den Laden aufhält, die Produkte zeigt, Sortiment, die Tiefe, und das ist das, was wir eigentlich nicht wollten. Also wir wollten schon halt auch auf die Stärken halt eingehen. Und das ist der Service von dem HiFi-Unternehmen, die wirklich zu dem Kunden fahren, die Anlage aufbauen und jetzt auch direkt konfigurieren, einrichten, sodass sie halt wirklich auch perfekt beim Kunden klingt. Und aus diesem Gedanken heraus ist der André von uns hingegangen, hat ein Skript erstellt, eine Art Storyboard, wo man halt wirklich die Texte, den Ablauf mit dem Kunden abgesprochen hat und halt auch, dass wir das Equipment und entsprechend auch die Location dann halt scouten konnten. Ja, und dann ging es auch schon relativ schnell zum Dreh über. Ich habe jetzt zusammen mit dem Sascha die Kameraarbeit übernommen und was für Equipment wir da jetzt benutzt haben, das erkläre ich euch jetzt. So, wir checken jetzt gerade mal so ein bisschen das Equipment. Wir filmen heute mit der Ursa Mini Pro und mit der Ursa Mini 4,6K. Ich werde heute mit dem Schulterstativ hier arbeiten. Wir stellen es jetzt gerade noch perfekt für mich ein, denn man muss so ein paar Sachen hier einstellen, damit man bequem filmen kann. Und ja, fühlt sich jetzt schon so ganz gut an. Ich glaube, der Dreh wird gut. Ja, So, wir haben uns gerade geparkt, es war gar nicht so einfach. Jetzt holen wir noch was zu essen und dann geht der Dreh los. Yeah! Einmal herzhaft reinbeißen. Die erste Drehlocation war dann die Location von der Traumszene, die jetzt auch in diesem Film halt eben vorkam. Das war so eine Feldszene, da haben wir dann mit dem Ninebot und dem Movi Pro gedreht, aber auch mit dem Schulterstativ. Am Rücken kann ich passieren, aber ich sag's. Danach ging es dann ins Ladenlokal vom Kunden und da haben wir viel mit dem Slider gedreht. Das ist der Slider von Rhino mit Zusatzmotoren, dass man das halt alles auch soweit einstellen kann und alles elektrisch auch läuft. Und Martin war natürlich da auch mit Freihand unterwegs. Wir hatten auch immer einen kleineren Kontrollmonitor, weil die Räumlichkeiten sehr beengt waren, wo auch der Kunde immer direkt auch die Szenen verfolgen konnte. Auch Freihand war Martin immer mit SDI-Kabel mit dem kleinen Monitor verbunden, sodass wir halt immer wieder alles im Blick hatten. Ja, das war dann schon der erste Drehtag. Es hat relativ pannenfrei funktioniert, lief eigentlich ziemlich reibungslos, aber wir waren dann schon 10 Stunden insgesamt mit Drehen Ja, aber es ist beschäftigt. ein super cooles Team. Es Genau, war alles wirklich super entspannt, auch von Kundenseite her. ja. Es war einfach halt echt sehr angenehm. Genau, und dann am Abend waren wir dann natürlich noch zusammen essen, das haben wir uns dann alle verdient Ja. und dann ging es auch schon weiter zu Tag 2. So, der zweite Tag startet, das Auto ist wieder gepackt, die Sonne scheint, besser kann es nicht sein. Jetzt holen wir nur noch den Martin ab. Ja, nachdem ich dann eingesammelt worden bin von Sascha und Yvonne, ging es dann weiter zur dritten Drehlocation. Das war eine wunderschöne, helle Wohnung, die wir dann extra für diesen Film angemietet hatten. Sehr, sehr schön. Und in dieser Location fanden dann diese Aufbauszenen von dieser HiFi-Anlage statt. Uns war es natürlich wichtig, dass wir halt richtig schöne Close-ups auch bekommen von den Einstellungsszenen. Also man sieht halt richtig penibelst, wie die Box verschoben wird. Man sieht genau mit dem Lasermesser, dass die Boxen halt auch wirklich halt im Winkel, man muss ja dieses Dreieck auch einhalten zu der Sitzposition. Und das haben wir halt auch wunderschön mit einem Slow-Mo in Szene gesetzt. Und Aufbauszene haben wir, glaube ich, zweimal auch immer wieder gedreht, damit wir die unterschiedlichsten Positionen auch hatten. Und Genau, ja.
lief eigentlich auch soweit alles gut. Was wir dann auch noch in dieser Location gemacht haben, war so eine Interviewszene, die dann auch im Film drin ist mit dem Kunden quasi. Und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Drehtag. Ja, das war dann der zweite Drehtag. Das lief eigentlich auch wunderbar und reibungslos. Und ja, danach ging es dann schon an die Post-Production. Ja, wir haben alles in RAW aufgenommen. Das Color Grading haben wir in DaVinci Resolve gemacht. Haben alles dann als ProRes rausgerendert. Ich habe einmal so einen groben Schnitt gemacht, so eine Rohfassung, um das auch mit dem Kunden entsprechend abzuklären, welche Szenen wir jetzt da genau benutzen. Und Yvonne hat richtig die Musikrecherche gemacht, damit wir auch einen Track finden, gerade diese Traumsequenz, dass es halt auch wirklich richtig gut rüberkommt. Genau, danach habe ich dann sozusagen den Feinschliff gemacht in Final Cut, habe also den Film finalisiert, was den Schnitt angeht. Und nach dem Schnitt vom Bild kam dann die Soundproduktion bzw. die Soundmischung. Den Sound hat der Moritz gemacht, das ist ein guter Kumpel von mir, den kenne ich seit der Grundschule. Der hat jetzt auch das Sounddesign für meinen Neuseeland-Film gemacht und die Mischung von diesem Neuseeland-Film für Tobi Schnorpfeil hat er auch schon mal einen Film gemacht. Also der hat es ziemlich drauf, würde ich sagen, was den Sound angeht. Und so war dann das Team quasi komplett und der Film wurde von ihm dann quasi finalisiert. Und das war's schon mit der Produktion. Also ja. Wenn ihr den finalen Film sehen wollt, wir haben ihn hier oben in der Infocard verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Genau. Und gerne Feedback unten mal in die Beschreibung. Genau. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an HiFi Pavlak, dass wir das begleiten durften mit der Behind-the-Scenes-Kamera. Es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass so ein Kunde sich da irgendwie die Karten gucken lassen möchte. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.